Hallo, wir beschäftigen uns heute mit dem wunderbaren neuen Thema Matrizen. Nachdem wir das Thema Vektoren abgeschlossen haben, denke ich, wird es mit den Matrizen sogar ein bisschen leichter und einfacher, als ihr das gewohnt seid. Was ist eine Matrix? Eine Matrix kennt ihr schon, ihr hattet bestimmt schon damit Berührung. In der Regel ist das eigentlich eine Art Excel-Sheet. Also wer schon mal mit dem Programm Microsoft Excel gearbeitet hat, der kennt das bestimmt, so eine Tabelle. Man arbeitet ja als Wirtschaftsingenieur immer viel mit Tabellen. Und bei den Tabellen, da habt ihr hier solche Zeilen. Hier Zeile 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und ihr habt Spalten. Die Spalten sind hier oben. Spalten. Und dann kann man in diese Tabelle Sachen, Wörter eintragen oder auch Zahlen und kann damit sehr gut und sehr schnell rechnen. Und genau das Gleiche ist eigentlich auch eine Matrix. Wir kürzen die Matrix in der Regel mit einem großen Buchstaben ab, zum Beispiel einem A. Und an dieses A schreiben wir dann, das A besteht aus einzelnen Elementen. Und wir haben zum Beispiel das A11, das A12, das A13 und so weiter. Und in den Zeilen ändern wir den Index auf A21, A22, A23 und so weiter. Das sind dann entsprechend die Zeilen. Und das Ganze geht bis zum MN, wobei dann M immer für die Anzahl der Zeilen steht und N steht für die Anzahl der Spalten.